Also, wir haben heute mit dem 3D-Drucker gearbeitet und da sollte jeder sich ein Haus bauen mit Pool, was er eben will, was so geht. Wir haben halt auch gemalt, so auf dem Computer mit 3D-Sachen, was man eigentlich so noch nie gemacht hat. Naja, also als erstes haben wir ein Haus gebaut. Da durften wir uns aussuchen, was für ein Haus wir machen. Man konnte da alles Mögliche dran machen, eine Garage, ein Pool und verschiedene Möbel und wir durften es auch dekorieren, wie wir wollen und ja. Also ich fand es echt cool, dass man einfach mal mit so einer App einfach dreidimensional machen kann, dass man die Welt einfach kennenlernt. Nicht erst seit den Klimastreiks der Fridays for Future-Aktivisten ist das Thema Klimaschutz auch für die Jugend wichtig. Schließlich geht es um ihre Zukunft. Die vierten Klassen der Johannes-Falk-Grundschule in Weimar hatten nun die Chance, beim 3D-Solartechnik-Projekttag zu den Themen Umwelt, Natur und Klimaschutz zu forschen. Ein besonderer Höhepunkt ihrer Projektwoche, denn viele konnten nicht nur das erste Mal Objekte am Laptop konstruieren, sondern auch mit einem 3D-Drucker arbeiten, sowie ihr eigenes kleines Elektrofahrrad bauen und testen. Ja, wir haben quasi ein Modell E-Bike gebaut und dann mit Schrauben und Muttern und den Motor angebaut, uns dann auch zum Fahren gebracht. Und dann haben wir geschaut, wie man am schnellsten fährt, weil wir hatten so Zähler dran. Der hat gezählt, wie sich die Pedale bewegt haben, sage ich jetzt mal. Und am schnellsten ging es dann mit Solarstrom. Da hatten wir so eine Lampe, die Solarenergie dargestellt hat. Und da waren wir dann in einer Minute über 400, ich sag jetzt mal, Tritte. Den 3D-Solartechnik-Projekttag unterstützt die Klimaschutzstiftung Jena Thüringen bereits seit 2017 und übernimmt die Hälfte der Kosten für die Durchführung des Projekttages. Die wird im Wesentlichen durch das Solardorf Kettmannshausen organisiert. Gemeinsam will man die Schüler für den Klimaschutz sensibilisieren und sie für nachhaltige Lebensweisen begeistern. Klimaschutz ist gerade im Bildungsbereich sehr, sehr wichtig. Wir sehen eigentlich ein flächendeckendes Politikversagen im Bereich des Klimaschutzes. Das ist die aktuelle Generation. Und wir können eigentlich nur noch auf die nachfolgende Generation setzen und dort die Grundlagen schaffen, dass nachhaltige Lebensweisen sich dann auch doch verstärkt breit machen. Und die sind die Voraussetzung dafür, dass auch die kommenden Generationen in einer lebenswerten und gesunden Umwelt erwachsen werden können.